Katrina Meyer rudert, seitdem sie 12 ist. Selbst während ihrer Doktorarbeit hat sie versucht, mindestens einmal pro Woche aufs Wasser zu kommen. Es ist einfach ganz entspannt. Man kann den Kopf eher ausschalten, im Gegenteil zur Arbeit im Labor, wo man mehr mit dem Kopf denkt, außer der Daumen wird ganz müde, wenn man so viel pipettiert, aber sonst der Körper ja nicht so. Und man kann einfach die Gedanken frei fließen lassen. Die Bewegung ist immer wieder die gleiche, über eine Stunde lang. Bei jedem Schlag immer wieder versuchen, den perfekten Schlag hinzukriegen. Man arbeitet daran, ist total fokussiert darauf, die perfekte Bewegung hinzukriegen und kriegt darüber einfach den Kopf frei, weil man gar nicht so viel über anderes nachdenken kann. Nur während des Zusammenschreibens ihrer Doktorarbeit musste Katrina Meyer dann doch aufs Rudern verzichten. Am Max-Delbrück-Zentrum in Berlin hat sie untersucht, wie sich bei bestimmten Krankheiten die Wechselwirkungen zwischen Proteinen verändern. Sie macht sich schon länger Gedanken, wie sie ihre Forschung am besten erklären kann. Ich war spazieren mit meinem Mann, damals noch mein Freund, und ich habe versucht, ihm zu erklären, was ich da mache, und es war so schwierig. Und ich habe immer gemerkt, er hat es immer noch nicht so ganz verstanden, und dann bin ich drauf gekommen, eigentlich sind ja Proteine genauso wie Menschen und daran kann man das gut erklären. Ich glaube, ich habe ihm erklärt mit Freunden von ihm, dass man sich anguckt, wen rufen die an vom Handy, wer sind die Interaktionen und dass sie dann eine Person auf einmal ganz viel anrufen. Und dass man dann weiß, da ist auf einmal jetzt die Verbindung viel stärker geworden aus irgendeinem Grund. Genau das passiert bei einem der Proteine, die Katrina Meyer untersucht hat. Beim Glut-1-Defizit-Syndrom ist es mutiert und interagiert auf einmal mit einem Transportprotein. Von diesem wird es ins Zellinnere transportiert, wo es eigentlich nichts zu suchen hat. Das konnte Katrina Meyer zeigen, indem sie das Protein unter dem Fluoreszenzmikroskop sichtbar gemacht hat. Auf den Aufnahmen leuchtet es grün. Das gesunde Protein sitzt in der Zellmembran und zeichnet sie so nach. In der mutierten Form bindet es an das Transportprotein und gelangt in die Zelle. Man erkennt das an den klumpigen Flecken. Im Zellinneren kann es seine Funktion nicht erfüllen. Normalerweise sorgt es in der Zellmembran dafür, Zuckermoleküle in die Zelle zu lassen. Um das auf einem Vortrag vor Laien zu erklären, bittet sie ihren künstlerisch begabten Bruder um Hilfe. Sie kommen darauf, die Zelle mit einer Burg zu vergleichen. Also man kann die Zellmembran einfach ganz gut mit einer Burgmauer vergleichen, die schützend um die Zelle herumliegt. Und das Protein, was ich mir jetzt angeguckt habe, ist ja ein Zuckertransporter, der in der Zellmembran drin sitzt. Das wäre jetzt analog dann ein Tor, das in der Burgmauer sitzt. Und wir haben jetzt bemerkt, dass dieses Burgtor auf einmal nicht mehr in der Burgmauer drin ist, wo es hingehört und wo es von außen Zucker durchlassen könnte, sondern in die Zelle hineintransportiert wurde, in die Burg hinein, also an einer komplett falschen Stelle sitzt. Also sitzt einfach irgendwo so ein Tor in der Landschaft und so ist es auch mit dem Zuckertransporter. Bei Patientinnen wie Macy führt das dazu, dass ihr Gehirn nicht korrekt mit Zucker versorgt wird. Die Symptome können bisher nur mit einer strengen, völlig zucker- und kohlenhydratfreien Diät gelindert werden. Vom Glut-1-Defizit-Syndrom Betroffene setzen deshalb große Hoffnungen auf Forscherinnen wie Katrina Meyer. So kam sie auch mit Macy und ihrer Familie in den USA in Kontakt. Das ist was ganz Besonderes, auch weil man auf einmal merkt, welche Hoffnung man auch weckt in der Familie und so. Was es auch für die Familien bedeutet von Betroffenen, dass sich Menschen in einem ganz anderen Teil der Welt auf einmal mit ihnen beschäftigen. Ich glaube, das war ein besonderes Gefühl und hat mir gezeigt, wie wichtig das eigentlich ist, was wir machen und auch wie viel Verantwortung wir haben.